Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 7. Oktober 2023. Genauer genommen ist es der 7. September 2023. Ich befinde mich fast schon in der Zukunft irgendwie. Ja, lange habt ihr hier nichts gehört, es soll aber nicht das letzte sein. Long time ago. Ja, die Gesundheit, die Arbeit und sehr vieles drumherum hat mich in den letzten Wochen einfach nicht dazu gelassen, hier etwas aufzuzeichnen. Ich war letzte Woche endlich wieder mal richtig aus dem Haus, sprich, ich durfte an der IFA teilnehmen und da einiges Neues sehen und auch vieles nicht sehen. Weshalb, warum, werde ich vielleicht mal verraten und oder in der nächsten Geek Talk News Episode. Wer weiß, es kommt auf jeden Fall hier in der Geek Talk Daily bald wieder regelmäßiger Episoden, die ihr jeweils von Montag bis Freitag rein beschneit bekommen solltet. Es kann sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis sich das Ganze wieder richtig eingependelt hat, aber es werden hier definitiv wieder Episoden fallen, wie schon das eine oder andere Mal sehr scheu via Twitter angekündigt oder erklärt. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ihr so lange habt warten müssen, aber manchmal muss einfach diese liebe Gesundheit ein bisschen mehr Zeit und Raum einnehmen, als sie sollte. Ich hoffe, ihr seid noch abonniert, ihr bekommt das noch, sollte das nicht der Fall sein. Also, wenn ihr wisst, dass andere das nicht mehr tut, ihr könnt das ja auch draußen erzählen. In diesem Internet auf x.com, wie es ja mittlerweile heißt, es ist ja nicht mehr Twitter, ja, so lange ist es her. Auf Facebook, auf Google Plus gibt es ja nicht mehr. Aber all diesen ganzen Kanälen, mein Gott, ich bin verwirrt. Dieses Internet, es ist groß, weit und man kann es verbreiten, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Und ja, bald, nächste, übernächste Woche, sollte auch im großen Geek Talk im Mutterformat wieder das eine oder andere rausfallen. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.